Freunde, wenn es etwas an meinen Drehorttouren zu bemängeln gibt, dann doch wohl das Folgende. Ich behandle hier eindeutig zu wenig Schnulzenfilme und eindeutig zu wenig Filme mit Hugh Grant. Und heute, so viel kann ich versprechen, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Es geht zu den Drehorten von Notting Hill, dem berühmten 90er-Jahre-Love-Film mit Hugh Grant und Julia Roberts. In der Handlung trifft der wenig erfolgreiche Buchhändler William Thacker auf die amerikanische Superstar-Schauspielerin Anna Scott, woraufhin sich eine romantische, aber auch ziemlich komplizierte Liebesgeschichte entwickelt. Wie sollte es auch anders sein? Notting Hill war für Julia Roberts der zweiterfolgreichste Film nach Pretty Woman. Er wurde dreimal für die Golden Globes nominiert und spielte rund 300 Millionen Dollar ein. Und berühmt wurde 1999 nicht nur der Film Notting Hill selbst, sondern auch sein Soundtrack. When You Say Nothing at All von Ronan Keating können wahrscheinlich heute noch alle mitpfeifen. Gedreht wurde dieser Schnulzenfilm, wenig überraschend, genau dort, wo er auch spielt, in Notting Hill in London. Und wir versuchen heute mal, die berühmten Drehorte wiederzufinden. Zeit für eine neue Filmsafari. Wir starten unsere Drehorttour heute mal wieder schön chronologisch, und zwar mit der ersten Szene, die wir auch im Film sehen. Wir sehen Hugh Grant alias Will, wie er über einen Markt läuft und uns erstmal sein Viertel Notting Hill ein bisschen näher bringt. Ja, und dieser Markt existiert tatsächlich. Er müsste irgendwo da hinten direkt um die Ecke sein. Ja, und das hier ist er, der berühmte Markt, über den Hugh Grant in der Anfangsszene von Notting Hill schlendert. Und das ist nicht irgendein Markt, das ist der sogenannte Portobello Road Markt. Der ist über 150 Jahre alt und ist bekannt für seine Antiquitätenstände und viele weitere tolle Sachen. Mode, Essen, Kunst, Handwerk, Bücher, Musik und so weiter und so fort. Hunderte von Händlern aus aller Welt kommen hier nach London, um ihre Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und wenn man will, kann man sich hier auch einmal komplett durch diese Meile durchfressen und alle möglichen kulinarischen Highlights aus aller Welt entdecken. Die Szene, die wir hier im Film sehen, die wurde, das seht ihr da, wieder mit einem Kamerakran gedreht. Deswegen sieht das hier in unserer Aufnahme ein kleines bisschen anders aus. Es hat sich auch ganz offensichtlich hier und da ein bisschen was an den Fassaden geändert. Hier und da stehen andere Dinge rum. Ein handfestes Indiz gibt es allerdings, dass wir hier an genau der richtigen Stelle stehen. Und das ist natürlich der Pub, den wir hier auf der linken Seite sehen. Der Duke of Wellington Pub. Dieser Pub ist vielleicht nicht ganz so alt und ganz so historisch wie die Portobello Road. Er hat für dieses Viertel aber eine wahnsinnig wichtige Bedeutung, denn er war einer der Lieblingspubs von Sängerin Adele. Die ist hier ein- und ausgegangen, hat hier unter anderem laut eigener Aussage auch mit ihrem Freund Schluss gemacht, über den sie dann später mehrere Lieder schrieb. Und nicht nur das, Adele hat in diesem Pub auch ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Also wer weiß, hätte es diese traditionsreiche Kneipe niemals gegeben, wäre uns vielleicht der ein oder andere Ohrwurm erspart geblieben. Dann laufen wir doch mal mit Hugh Grant alias Will nochmal so ein bisschen durch dieses Stadtviertel hier durch. In dieser Szene sehen wir ihn zum Beispiel vor diesem kleinen Café hier. Heute, 25 Jahre später, ist es offenbar ein Café. Vor 25 Jahren war es offenbar noch ein Klamottengeschäft. Da steht so ein Kleiderständer mit ganz vielen Mänteln und sowas davor. Die Schaufenster auf der linken Seite waren damals ein heruntergelassenes Garagentor. Und auf der rechten Seite im Hintergrund haben wir auch einen Blick auf dieses vorstehende Gebäude, was wir hier sehen. Das war damals ganz offenbar noch gelb gestrichen. Die Kamera schwenkt nach rechts. Hier haben wir dann nochmal einen schönen Blick auf den Wellington Pub. Wir haben das in der Szene eben schon gesehen. Der hat heute eine völlig andere Farbe als damals vor 25 Jahren. Unter anderem ist er zum Teil braun gestrichen. Hier in dieser Szene sehen wir aber auch ganz gut, dass der eine, ja, so gelbliche Fassade hatte auf der linken Seite. Davon ist heute überhaupt gar nichts mehr zu sehen. Er hat heute einen wunderschönen Dunkelblauton. Sieht, finde ich,
viel schöner aus als damals. Und was wir hier auch erkennen können, ist, dass diese Fahrbahnmarkierungen vor dem Pub auch irgendwie ein bisschen anders gestrichen sind als damals. In dieser Szene spricht Will dann von den ganzen verrückten Vögeln, die in seinem Viertel leben, zum Beispiel von denjenigen, die in den Tattoo-Laden reinlaufen und sich dann irgendwelche Tattoos machen und es später wieder bereuen. Ja, dieser Tattoo-Laden, der befand sich damals hier. Der ist heute nicht mehr da und auch das Gebäude sieht heute komplett anders aus. Hier müssen wir wirklich ganz genau hingucken, um überhaupt zu erkennen, dass das hier dieselbe Ecke ist. Wir sehen hier auf der rechten Seite, wo hier heute 25 Jahre später der Schriftzug Eden draufsteht. Das ist so ein Gebäude mit so einer merkwürdig gestalteten Fassade. Die ist auf jeden Fall gleich geblieben. Die sieht immer noch so aus wie damals vor 25 Jahren. Und daneben haben wir dann eben dieses weiße Gebäude hier mit der Nummer 201. Das war damals der schwarze Tattoo-Laden. Hier läuft der Typ dann mit seinem neuen Tattoo aus dem Tattoo-Studio raus. Das wurde von hier gefilmt. Hier haben wir doch mal einen ganz guten Blick auf die Straße im Hintergrund und sehen, ja, diese ganzen Gebäude, die da damals schon standen, vor 25 Jahren, die sind auch heute noch da. Das hier ist eine Szene aus dem späteren Teil des Films, wo Will traurig durch die Straßen läuft. Und hier läuft er dann wieder vor dem Tattoo-Studio herum, was wir dann hier auch nochmal in der Frontalansicht sehen. Hier sehen wir dann auch, das Tattoo-Studio ist heute ganz offensichtlich eine kleine Boutique, ein Klamottengeschäft. Das Gebäude ist weiß, nicht mehr schwarz, sieht ansonsten aber immer noch so aus wie damals. Hugh Grant läuft und läuft und läuft. Es wird Frühling, es wird Sommer, es wird Herbst und es wird Winter. Diese Szene hier wurde an dieser Straßenecke gefilmt, vor einem Gebäude, was heute auch eine andere Farbe hat und auch offenbar ein anderes Geschäft ist. Knoops ist es heute. Was es damals war, ist nicht so ganz klar. Aber auch hier haben sich alle Fenster und die ganze Fassade irgendwie völlig geändert. Dann läuft Will nochmal um diese Ecke hier. Das wurde von hier gefilmt. Im Film sieht diese Ecke definitiv sehr viel idyllischer aus. In der Realität fahren hier wirklich sehr viele Autos über diese Straße. Ja, und der schöne Kunstschnee, der fehlt leider auch. Naja, und dann der Vollständigkeit halber noch einmal aus dieser Perspektive hier. Auch da steht Will schon wieder vor einem pubartigen Gebäude. Sieht zumindest aus wie ein Pub. Heute ist es das definitiv nicht mehr. Heute ist es Happy Socks. Da könnte Will heute Socken kaufen, wenn er denn wollte. Ja, aber ich glaube, damit haben wir diese Straße hier auch aus allen möglichen Perspektiven jetzt gesehen. Und wir ziehen mal weiter zu unserem nächsten Drehort. Nachdem Will über den Markt gelaufen ist, läuft er bekanntlich zu seinem Haus. Ein Haus, das heute eine absolute Touristenattraktion ist und unschwer zu erkennen ist, denn es hat damals wie heute eine blaue Tür. Und das hier ist sie, die berühmte Szene. Will läuft auf sein Wohnhaus zu. Und so sieht das hier heute 25 Jahre später aus. Wir sehen sofort, dieses Viertel hat offenbar eine Aufwertung erfahren. Im Film ist es nämlich so, dass Wills Wohnhaus zum einen völlig mit Graffiti beschmiert ist. Es hängen da auch diverse Werbeplakate rum und so. Vor allem aber befindet sich neben Wills Haus ein nicht minder mit Graffiti beschmiertes Gebäude, auf dem Garrick steht. Ein Shop, der damals ganz offensichtlich Leerstand. Heute ist genau dieser Shop ein Nagelstudio und hat eine schöne dunkelgraue Fassade. Das gleiche gilt auch für dieses Geschäft, was auf der linken Seite neben Garrick stand. Auch das sieht im Film ein kleines bisschen runzelig aus, oder? Das ist heute 25 Jahre später ebenfalls nicht mehr so. Auch da ist heute ein Geschäft mit einer schicken Außenfassade zu sehen. Ja, und wir sehen, dass auch die blaue Tür nicht mehr ganz den Originalzustand hat wie damals noch im Film. Damals war nämlich nicht nur die Tür, sondern dieser gesamte Eingangsbereich samt dieser vier runden historischen Pfeiler blau gestrichen. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist nur noch die Tür blau gestrichen. Alles andere ist schön weiß. Und was man auch sieht, irgendwas hat sich an dieser Straße hier geändert. Die hatte damals irgendwie so eine Einbuchtung. Heute hat sie eher eine Ausbuchtung und da stehen ganz viele Fahrradständer samt Fahrrädern herum. Ja, hier hat man in den letzten 25 Jahren auf jeden Fall ein bisschen was an dieser Straße und der Umgebung gemacht. So, dann gucken wir uns doch noch einmal die Szenen an, die um dieses blaue Haus herumspielen. Hier läuft Will auf sein Wohnhaus
zu. Das wurde von hier gefilmt. Auch diese Häuser hier haben alle eine etwas schönere Fassade bekommen. Da war damals irgendwie noch so ein Geschäft mit so einem quietschgrünen Vordach oder sowas. Das gibt es heute nicht mehr. Und das Gebäude, ein Café auf der rechten Seite, ist heute so in Mintfarbe gestrichen und hat Backsteinfliesen an der unteren Fassade. Auch ein interessanter Style irgendwie, oder? So, und hier haben wir jetzt nochmal einen Blick aus diesem Haus heraus. Und hier ist die große Frage, ob diese Szene tatsächlich hier in dieser Straße und in diesem Haus gedreht worden ist. Denn die Innenaufnahmen von Wills Wohnhaus, die wurden gar nicht in diesem Gebäude gefilmt, sondern in einem Studio. Ja, das sind alles Aufnahmen, die in einem Studioset entstanden sind. Und daher befürchte ich auch, dass auch diese Szene hier mit Will und Anna Scott nicht tatsächlich an dieser Wohnhaustür gedreht worden ist. Im Hintergrund sieht auch alles irgendwie völlig anders aus. Da sieht man noch so eine blaue Tür irgendwie im Hintergrund, die, soweit ich das hier erkennen kann, nicht da ist. Ja, auf der rechten Seite allerdings wird auch so ein bisschen gebaut, deswegen ist es ein bisschen schwer, diese Szenen hier zu vergleichen. Ich würde jetzt keine Wette eingehen wollen, aber ich vermute, dass diese Szene hier wahrscheinlich nicht an derselben Stelle gedreht worden ist. Nur wenige hundert Meter von Wills Haus entfernt befindet sich, genau wie im Film, sein Reisebuchshop. Eine wahnsinnig lukrative Geschäftsidee, wie ich finde. Heute existiert dieses Geschäft immer noch, wie ihr da seht, ist aber heute ein Souvenirladen. Und da ist er auch schon. Wills berühmter Buchladen, der so im Film aussieht und so 25 Jahre später. Ja, wir sehen hier an dieser Straßenecke hat man marketingmäßig alles ausgeschlachtet, was man ausschlachten konnte. Der Travel Bookshop ist heute ein Notting Hill Souvenir- und Fanladen. Da steht sogar das Filmplakat mit Julia Roberts im Schaufenster. Ja, und den Souvenirshop hat man auch noch The Travel Bookshop getauft. Wenngleich man es bei dem Namen nicht hundertprozentig genau genommen hat. Denn im Film heißt er nämlich gar nicht The Travel Bookshop, sondern The Travel Book CO. Aber wer achtet schon auf Details? Wir sehen, dass sich die Fassade dieses Buchladens ein kleines bisschen geändert hat. Was irgendwie ganz witzig ist, und das ist mir auch nicht ganz klar, was das sein soll, ist diese merkwürdig gestrichene quadratische Fläche links neben dem Travel Bookshop. Die gab es damals vor 25 Jahren schon und die gibt es auch heute noch. Sie ist heute schwarz gestrichen, früher war sie weiß. Wir sehen rechts neben dem Travel Bookshop einen Pub oder ein Café oder sowas in der Art, der heute tatsächlich auch noch ganz ähnlich aussieht wie damals, aber trotzdem offenbar ein anderes Geschäft ist. Heute ist es Situa, damals irgendein Geschäft, das Wort Kingsland im Namen hatte. Eine Sache allerdings, die ist in den vergangenen 25 Jahren irgendwie abhanden gekommen und das ist ein historisches Tor hier hinten in dieser kleinen Gasse. Dieses Tor gehört ganz offensichtlich zu einer Grundschule und ich konnte nicht so wirklich ergründen, warum dieses Tor hier heute, 25 Jahre später, nicht mehr existiert. Ich hatte mich kurzzeitig gefragt, ob man das da vielleicht für den Film einfach nur hingebaut hat, dass es eigentlich gar kein echtes Tor ist, sondern vielmehr irgendwie so eine Kulisse oder sowas. Das ergibt für mich aber ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Sinn. Möglicherweise ist dieses historische, muss man ja wirklich sagen, Tor in den vergangenen 25 Jahren wirklich abgerissen worden, wenngleich ich nicht so ganz genau weiß, warum. Alles hinter diesem Tor allerdings, ja, sieht im Prinzip immer noch exakt so aus wie damals. Es ist immer noch dieses Gebäude da, was offenbar zu einer Schule gehört. Da ist auch so eine schwarze Treppe und sowas zu sehen. Ja, das ist alles immer noch da, nur eben dieses Tor, das fehlt. Ja, auch in dieser Straße werfen wir nochmal einen Blick auf die ganzen Gebäude drumherum. Hier sehen wir Will, wie er mal wieder nachdenklich durch die Straßen schlendert und auf seinen Travel Bookshop zuläuft. So sieht das Ganze hier heute 25 Jahre später aus. Auch hier sehen wir mal wieder, es haben sich eine Menge Fassaden geändert und die Geschäfte, die sich in diesen Gebäuden befinden. Die Kamera schwenkt ein bisschen nach rechts. Will läuft an einem Gebäude vorbei, das damals ziemlich zugegittert war. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist in diesem Gebäude ein Antiquitätengeschäft. Es gibt da neuerdings eine gelbe Eingangstür, ganz offenbar, die damals
wohl noch nicht da war. Und hier sehen wir auch nochmal ganz gut, auch bei dem Gebäude auf der linken Seite hat sich eine ganze Menge getan. Das Einzige, was eigentlich noch originalgetreu ist, ist die schwarze Tür, die damals noch braun war, mit dem kleinen Fenster oben drüber. Aber diese ganze Fensterfront da auf der linken Seite, die wurde komplett neu gemacht. Das sah damals noch völlig anders aus. Ja, und auf der rechten Seite sehen wir dann nochmal ein dunkelgrünes Geschäftsgebäude. Ebenfalls ein Antiquitätenhändler und vermutlich das einzige Geschäft, das immer noch exakt dasselbe ist wie vor 25 Jahren. Schaut mal da auf die Aufschrift, da steht immer noch derselbe Name drauf. Die Buchstaben sind in der Filmszene ein kleines bisschen weiter auseinander. Also man hat dieses Logo wohl offenbar in den vergangenen 25 Jahren mal einmal ein kleines bisschen redesigned und neu gestrichen. Das Gebäude selbst sieht aber immer noch exakt genau so aus. Es ist immer noch diese blechige Konstruktion zu sehen. Alle Rollläden sind runtergelassen. Alles ganz genau wie damals. Als vor 25 Jahren. Ich habe noch einen Gegenschuss für euch. Hier läuft Will aus seinem Travel Bookshop raus. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf die andere Seite der Straße. Auch hier viele neue Farben, viele neue Geschäfte, aber die Straße ist immer noch dieselbe. Und in dieser Szene sehen wir dann nochmal Will, wie er in seinen Travel Bookshop reinläuft. Und auch bei dieser Szene ist wieder nicht so hundertprozentig klar, ob man das in einem Studio gefilmt hat oder ob man sich hier tatsächlich diesen kleinen Bookshop angemietet hat für den Filmdreh. Was dafür spricht, ist, dass das Gebäude im Hintergrund, Harris Arcade, heute immer noch da steht. Da steht ein Gebäude mit dem Namen Harris Arcade. Was dagegen spricht, ist, dass dieses Gebäude völlig anders aussieht als das, was man da im Film sieht. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es einfach modernisiert wurde und dass diese Fassade einfach heute anders aussieht. Vielleicht ist es aber auch einfach ein ganz anderes Gebäude und man hat dieses Harris Arcade Building für den Film einfach im Studio nachgeklöppelt. Ja, wie das damals genau abgelaufen ist, das wird wohl ein kleines Geheimnis bleiben. Eine Sache, die möchte ich allerdings noch erwähnen. Wenn wir hier dreimal um die Ecke laufen, dann stoßen wir hier tatsächlich in Notting Hill auf einen Notting Hill Bookshop. Dieser kleine Eckshop hier, der diente damals tatsächlich den Produzenten von Notting Hill, vom Film, als Inspiration. Wenn wir uns diese Fassade hier mal angucken, ja, die sieht mit diesen beiden kleinen Türen und dem großen Schaufenster tatsächlich so ein bisschen aus wie im Film. Gedreht wurde hier aber nichts, das war wirklich nur die Vorlage für den Film. Dennoch ist dieser kleine Bookshop hier ein absoluter Touristenmagnet. Hier kommen immer wieder Leute hin und lassen vor diesem Schaufenster hier Fotos von sich machen. So Leute, jetzt wird Zeit für den großen Love-Moment. Jetzt zeige ich euch den Ort, an dem William das zweite Mal auf Anna Scott trifft, dann an einer Straßenecke in sie reinrennt und sie völlig besudelt mit Kaffee und Orangensaft. Und dann kommt sie ja schließlich mit in sein Apartment. All das passiert an dieser Straßenecke dort drüben. Hier kommt Will aus dem Café raus. So sah das damals im Film aus. Und so sieht das hier heute in der Realität aus. Dieses Café im Film war, soweit ich das nachvollziehen konnte, damals eigentlich überhaupt gar kein Café. Das hat man einfach nur so dargestellt und dann offenbar auch diese Tafel und so weiter dahin gehängt. Heute ist das hier durchaus ein Café. Was für eins genau, das sehen wir gleich im Schwenk nochmal ein bisschen besser. Ansonsten können wir aber auch nochmal am Drumherum ganz gut erkennen, dass wir hier tatsächlich an der richtigen Stelle stehen. Wir sehen im Hintergrund nämlich diese schönen historischen Wohnhäuser, die alle typisch britisch aussehen, mit diesen schönen Säulen, mit diesen schwarzen Zäunen und Treppengeländern. Ja, das ist einfach typisch London, das ist typisch Großbritannien. Und auch das Gebäude, aus dem Will hier rauskommt, ist sehr offensichtlich noch da. Wir laufen mit Will ungefähr 2 Meter weiter und können dann in dieser Szene erkennen, wie dieses Gebäude hier auf der rechten Seite, das heute diesen schönen pinken Ton hat, damals ausgesehen hat. Das hatte nämlich auch so heruntergelassene Tore. Und man hat möglicherweise für den Film so Palmen und Büsche und sowas davor gestellt. Ja, das ist heute alles nicht mehr so. Heute ist dieses Gebäude hier das Poke House, auch ein kleines Café oder Bistro, wo man Bowls kaufen kann, ganz offensichtlich. Ja, sowas wie Bowls gab es vor 25 Jahren noch nicht. Da hieß halt noch Eintopf oder Reis mit Scheiß. Ja, auch die Vorderseite dieses kleinen Bistros hatte damals ein heruntergelassenes Tor mit ganz viel Graffiti und anderem Geschmuddel davor. Und hier ist es dann passiert, hier hat Will Anna Scott mit Getränken überschüttet. Das wurde von hier gefilmt, sieht heute hier viel, viel schicker aus als damals.
Ja, und hier der Vollständigkeit halber dann nochmal so ein kleiner Schwenk nach rechts. Hier haben wir dann nochmal einen ganz guten Blick auf diese Straße, inklusive des Cafés auf der linken Seite. Und dann lädt Will ja Anna Scott zu sich nach Hause in sein Apartment ein. Und er sagt irgendwie sowas wie, ja, das Apartment ist auch nur hier 2 Meter um Ecke oder irgendwie sowas oder auf der anderen Straßenseite. Und das ist auch tatsächlich überhaupt gar nicht gefaked. Wenn wir uns hier mal umdrehen, dann sehen wir, tatsächlich ist die blaue Tür Will's Apartment direkt gegenüber dieses kleinen Bistros. Wir bewegen uns ein bisschen von der Marktstraße weg und feiern Geburtstag. Und zwar den von Williams Schwester. Die wohnt zufälligerweise in dem Haus dort drüben. Ja, hier ein schöner Blick auf dieses wunderschöne, bunte Fassadenensemble, würde ich fast sagen. Das sieht wirklich ganz wunderhübsch aus mit den Farben und mit diesen kleinen Vorbauten. Ja, würde ich wohl wohnen wollen. Es hat sich hier auch nicht wahnsinnig viel verändert, wenn wir das hier mal so ein bisschen durchgehen. Wir sehen hier auf der rechten Seite so einen Vorbau, dann kommt so ein Durchgang, dann kommt ein Fenster. Das sieht alles noch so aus wie damals im Film. Was dann allerdings irgendwie interessant ist, ist, dass dieser Eingangsbereich vom Haus von Wills Schwester sich irgendwie ein bisschen verändert hat, oder? Es sieht mir so aus, als wäre die Tür damals viel weiter ins Haus hineingebaut gewesen. Da ist eine viel größere Fläche auf der rechten Seite zu sehen. Das ist heute irgendwie anders. Dieser Überbau sieht sehr viel kleiner, sehr viel schmaler aus. Also hier muss irgendwas in den vergangenen 25 Jahren passiert sein. Dann läuft Will aus dem Eingangsbereich raus auf diese Straße hier und die sieht heute so aus. Immer noch wunderschön. Die Farben der Häuser haben sich schon ein kleines bisschen geändert. Hier und da sind rot-orangene Häuser zu weißen Häusern geworden und gelbe zu grauen und graue zu hellblauen. Die Zäune und Gitter haben sich hier und da ein kleines bisschen verändert. Und leider parken hier heute auch nicht mehr so schöne historische Autos, wie das damals vor 25 Jahren noch der Fall war. Was aber ganz offensichtlich überlebt hat, sind diese schönen Bäume, die wir hier am Wegesrand sehen. Die waren damals schon da und sind es auch heute noch. Fast so ikonisch wie Williams blaue Apartment-Tür ist auch das Tor, über das er später im Film versucht, drüber zu klettern. Hopsala, ihr erinnert euch. Dieses Tor und auch der Garten müssten sich in dieser Straße hier befinden, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, welches Tor es genau ist. Ich glaube, ich habe die richtige Stelle gefunden. Hier sehen wir Will und Anna verliebt den Bürgersteig entlang schlendern. Und das müsste von hier gefilmt worden sein. Wir erkennen das nämlich an diesem blauen Gebäude im Hintergrund, was damals noch so ein Babyblau hatte, heute so ein türkises Blau. Wenn wir uns da mal die Fenster und die Türen angucken, das stimmt ziemlich gut mit dem überein, was wir auch hier sehen. Ins Zweifeln geraten bin ich dann allerdings, als ich diese Szene hier gesehen habe. Hier sehen wir nämlich Will und Anna vor diesem berühmten Türchen stehen. Das müsste der Logik nach dann hier gefilmt worden sein. Wir sehen hier wieder in dieser Szene dieses blaue Haus im Hintergrund und rechts eben das Tor, das heute allerdings nicht mehr so aussieht wie damals. Es hatte damals so einen runden Torbogen, das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Vielleicht ist das aber auch deshalb so, weil zu viele Leute versucht haben, über dieses Tor drüber zu klettern. Da hat man dann hier lieber ein Tor mit sehr vielen Zacken drauf hingebaut. Auf der anderen Seite der Straße allerdings, da gibt es wirklich noch so ein Tor, was so aussieht wie das im Film, mit so einem runden Torbogen. Und da bin ich jetzt wirklich kurz, ja, stutzig geworden, ob die möglicherweise diese Szenen nicht viel eher hier gefilmt haben. Auch hier sieht man nämlich im Hintergrund so ein blaues Gebäude, auch mit so runden Türen und diesen Fenstern da. Ich weiß nicht, ob man hier möglicherweise einmal die Straßenseite gewechselt hat, um diese Szene zu filmen. Diese Hecke da, die um Anna Scott herum wächst, die sieht hier auch irgendwie ganz ähnlich aus wie im Film. Ja, es ist nicht so ganz klar, ob man hier möglicherweise
ein bisschen getrickst hat. Was allerdings stimmt, ist das, was Will in dem Film erzählt. Bei diesen Gärten mit diesen Törchen hier handelt es sich wirklich um private Gärten. Da kommt man als Besucher nicht so einfach rein. Da braucht man wirklich einen Schlüssel für. Diese Gärten gehören wirklich den Leuten, die in den umliegenden Häusern wohnen. Die sind komplett abgeschottet von der Straße. Man kann nicht wirklich reingucken. Man hat da also mitten in der Stadt seine absolute Ruhe. Gut, seine Nachbarn muss man wahrscheinlich dann ertragen. Aber ansonsten hat man seine absolute Ruhe und ganz viel Natur. Weil diese Gärten nicht wirklich einsehbar sind, ranken sich um diese Plätze auch diverse Mythen. Es wird immer so ein bisschen von den geheimnisvollen Gärten gesprochen und was da möglicherweise alles versteckt sein könnte. Ja, und entstanden sind diese Flächen ganz offensichtlich in der georgischen und viktorianischen Ära, als sich die Stadt über Felder und Sümpfe ausbreitete. Da gab es wohl so ein paar kluge Londoner, die Wert darauf legten, an diesen Grünflächen festzuhalten. Ja, und viele davon existieren bis heute, unter anderem auch deshalb, weil sie durch den sogenannten London Squares Preservation Act von 1931 geschützt sind. Hin und wieder öffnen diese Gärten aber auch ihre Tore für Besucher. Es gibt hier so eine Art Tag der offenen Tür, der immer mal wieder stattfindet. Ja, Will und Anna haben sich allerdings entschlossen, diesen nicht zu nutzen, sondern sind dann doch lieber über den Zaun geklettert. Hopsala, sagt Will ja hier im Film. Kleiner Funfact am Rande, nur falls es euch interessieren sollte. Im englischen Original sagt er übrigens nicht Hopsala, sondern Whoopsie Daisies. Es gibt noch einen letzten Ort auf unserer Liste, den ich euch gerne zeigen möchte, und der hat mit Notting Hill überhaupt nichts mehr zu tun. Da müssen wir genau wie Will mit einem roten Doppeldeckerbus hinfahren, und das ist natürlich das Ritz Hotel, in dem Anna haust. Ja, hier haben wir einen schönen Blick auf das Ritz Hotel, auf diese schönen historischen Pfeiler, auf diese Galerie dahinter und dann auf den Eingangsbereich dieses Hotels. Beziehungsweise es ist, glaube ich, gar kein Eingangsbereich, sondern eher eine Seitentür. Der Eingang ist einmal um die Ecke. Was wir hier sehen können ist, ja, es hat sich auch hier ein kleines bisschen was verändert. Diese Leuchtbeschriftung, die ist immer noch exakt dieselbe wie damals. Allerdings haben sich die Türen, Fenster und die Fassade des Gebäudes dahinter ein kleines bisschen geändert. Der London Store auf der linken Seite zum Beispiel, der ist heute nicht mehr da. Stattdessen ist dort offenbar ein Restaurant heute drin. Diese Eingangstüren in dem Mittelteil, die sahen damals völlig anders aus als heute. Ja, und auch diese Fenster beim Ritz Club auf der rechten Seite, auch die sahen damals ganz anders aus. Das Ritz Hotel ist übrigens, ganz genau wie auch im Film behauptet, ein Luxushotel. Eine Nacht kostet hier 1000 Euro. Also nichts für mich. Hier sehen wir die Seitenansicht des Ritz-Gebäudes. Will läuft darauf zu. Und ja, auch hier hat sich ein bisschen was verändert. Es ist ganz offensichtlich ein Balkon hinzugekommen, der damals noch nicht existierte. Auch an der oberen Fassade hat sich ein bisschen was getan. Da gucken wir gleich nochmal genauer hin. Und früher hingen an diesem Gebäude noch nicht so viele Fahnen, wie das heute der Fall ist. Eigentlich hingen da überhaupt gar keine Fahnen. Ja, und hier nochmal ein Blick aufs Dach des Gebäudes. Und hier sehen wir dann auch das, was ich eben schon meinte. An diesem Gebäude finden ganz offensichtlich Sanierungsarbeiten statt. Hier nochmal der Vollständigkeit halber. Will steht vor dem Ritz Hotel unter dieser Überdachung. Das wurde von hier gefilmt. Das hier ist der offizielle Eingangsbereich des Ritz Hotels und ja, auch der hat sich in den vergangenen 25 Jahren ein bisschen verändert. Der hatte damals noch so einen eckigen Vorbau, heute ist er rund. Es hängen auch zwei wunderschöne Laternen links und rechts, die sieht man auf der Filmszene leider nicht. Und guck mal, wie wunderschön beleuchtet diese Treppe einfach ist, oder? Das sieht aus wie bei der Mini-Playback-Show, hör mal. In dieser Szene hier rast dann Wills Bruder mit dem Auto verbotenerweise in diese Einbahnstraße rein. Auch hier können wir nochmal das Ritz Hotel auf der rechten Seite sehen, den Eingangsbereich. Aber wir haben auch einen ganz guten Blick auf diese Straße und auch auf die Gebäude, von denen die allermeisten auch heute noch stehen. Aber auch hier scheint irgendwas passiert zu sein, hier in der Mitte. Da wurde offenbar mal was Neues gebaut. Ja, und mit dieser Szene möchte ich mich dann aus London verabschieden, weil sie einfach so schön nach London aussieht. Wir sehen das Auto von Wills Bruder, das über die Piccadilly Road rast. Auf der linken Seite nochmal das wunderschöne Ritz Hotel. Und hier in der Realität jede Menge schwarze Taxis
und rote Doppeldeckerbusse, wie sich das für London gehört. Und damit würde ich sagen, haben wir unsere heutige Drehorttour zu Notting Hill erfolgreich beendet. So, Freunde, da sind wir wieder, zurück im Warmen. Meine Brille beschlägt total. Das war meine Drehorttour zu Notting Hill. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte euch heute natürlich nicht jeden einzelnen Drehort zeigen, den man so im Film sieht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Das Kenwood House zum Beispiel hätte ich euch heute noch zeigen können. Das ist dieses prunkvolle Gebäude, was am Ende des Films zu sehen ist, wo Anna ihren Film dreht. Dafür war es jetzt aber einfach ein bisschen zu dunkel, da hätte man jetzt nicht mehr viel gesehen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich heute so gemacht habe. Wenn dem so ist, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, geht das natürlich auch zum Beispiel auf Patreon. Oder ihr werdet Kanalmitglied auf YouTube, dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Und zum Beispiel auch die Adressen aller Drehorte, die ich euch heute gezeigt habe, falls ihr diese Tour auch mal machen möchtet. So, das war es jetzt aber für heute und das war es tatsächlich auch aus London. In 2 Wochen geht es hier auf diesem Kanal weiter. Viele neue Drehorttouren, viele neue spannende Videos. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drauf. In 2 Wochen und bis dahin sage ich aber erstmal Tschüss und bis zur nächsten Reise.